Solange es gut läuft, sollte man sich versuchen, den Spaß zu versauen. Ah, ich denke, Tainted Eve ist, ich habe keine Lust auf Tainted Eve. Tainted Eve ist so ein Gimmick-Charakter. Ich würde sagen, ich mache Tainted Azazel. Versuchen wir Tainted Azazel, The Lamb. Ich will nicht random Tainted Charaktere gerade machen. Das kann ich euch versprechen. Au. Warum lädt er so schnell auf? Jo, die haben Tainted Azazel ordentlich gebufft, kann das sein? Ich meine, zum einen macht er das Husten automatisch, zum anderen seht ihr, wie schnell der auflädt? Der ist gar nicht mehr aufzuhalten. Nehmen wir mit. Lass mich noch oben in den Curse Room gehen. Ugh. Nicht so gut. Aber okay. Kommt von Tainted Eve heute noch ein Video. Tainted Eve Folge kommt heute. Sein Brimstone ist dünner geworden, oder? Nein, der war, der von Tainted Azazel war immer so dünn. Ich habe das Gefühl, dass er doppelt so schnell auflädt wie davor. Ich meine, es ist schon eine ziemlich hohe Aufladegeschwindigkeit und es ist halt echt so schnell. Und weil ich gerade noch Tainted Maggie gewohnt bin, fällt es mir sehr schwer, einfach ein bisschen Ruhe ins Spiel zu bringen. Au. Vielleicht sollte ich auch keine Ruhe ins Spiel bringen, denn ich bin fast tot. Ich bin tot. Ich hätte nicht versuchen sollen, in den Nahkampf zu gehen. Beziehungsweise das Husten zu aktivieren. Egal, Speedball war eh shit. Purity, das ist ein Item, mit dem man den Run beginnen kann. Und wir bekommen Speed Up mit Purity. Cool. Ich meine, das ist auch die Sache. Mit Tainted Maggie soll man in den Nahkampf gehen. Mit Tainted Azazel nicht so sehr. Ich meine, so ein bisschen, aber auch nicht so viel. Tainted Azazel ist einfach ein stärkeres Blue Baby. Das ergibt absolut keinen Sinn. Tainted Azazel ist überhaupt nicht wie Blue Baby. Fangen wir damit an, dass er einen Brimstone hat. Und machen wir damit weiter, dass er rote Herzen haben kann. Und dann bleiben nicht mehr allzu viele Ähnlichkeiten übrig. Er hat nur im Moment keine roten Herzen. Das heißt nicht, dass er keine haben kann. Er ist einfach etwas schlechterer Azazel. Yeah. Okay. Spun. Mada haben wir schon gemacht. Genau, wir wollten Dark Room. In die Richtung des dunklen Raums. Ich bin besser als den normalen. Ich meine den normalen Azazel ein gutes Stück mehr, aber Tainted Azazel ist halt wirklich okay. Vor allem dadurch, dass er mit dem Brimstone startet, auch wenn der Brimstone ein bisschen schwach auf der Brust zunächst ist. Wollen wir direkt in den Dark Room? Wir könnten nicht. Ich habe nicht mal fast genug Leben, aber das wäre lustig. Dann würde ich einfach im ersten Raum sterben. Ich verstehe immer noch nicht ganz, wo man über die Sacrifice Rooms in den Dark Room kann. Ich weiß wirklich nicht, wofür es gut sein soll. Und warum das überhaupt eine Sache ist. Oh, ich nehme den Lucky Toe bitte mit. Oh, okay. Tears up. Yo.
Ich denke, ich muss mit der Counterfeit Penny gehen, ehrlich gesagt. Denn Lucky Toe ist gut, aber Counterfeit Penny? Komm schon. Damit können wir viel mehr Zeug in Shops kaufen. Das ist noch besser. Wir haben so viele Trinkets hier gerade. Sie was? Ich habe das Gefühl, so ein guter Tainted Azazel Run, das ist das Richtige, was ich heute brauche zum Abschluss. Und ja, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen, ungeduldiger Zuschauer da draußen. Aber vielleicht hast du ebenso wie ich gesehen, dass ich hier nicht im Besitz einer Bombe war. Shit. Machen wir den Boss. Der Graf der Fliegen. Ich wünsche, die Range von diesem Anhusten wäre ein bisschen höher. Wir haben so eine hohe Feuerrate an dem Punkt. Schau euch das an. Es ist fast Insta-Charge. Wobei, ich glaube, das ist. Ich glaube, ich habe auch die Tears-Up-Dinges von Purity gerade. Wenn ich drüber nachdenke. Jo, ein Fünfer! Bonehard. Oh, wir bekommen hier gerade den wirklich guten Stoff. Aber ich muss da durch. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich will nichts aus diesem Raum, aber ich hatte nicht wirklich eine Wahl. Soymilk wäre jetzt wichtig. Fucking Soymilk mit Brimstone. Den Fehler mache ich nicht so schnell nochmal. Ich meine, ich werde den Fehler nochmal machen, aber nicht so schnell. Tja. Gratis Item, aber nicht für mich. Ein Soul Heart. Das ist okay. Und ich habe einen Schlüssel von irgendwo bekommen. Ich weiß nicht ganz von wo, aber ich habe einen. Das heißt, wir können auch die goldene Kiste mitnehmen. Wieso habe ich 33% Angel-Chance? Das ist eine ausgezeichnete Frage. Yo, drei Bomben und ein Schlüssel. Warum habe ich die? Och, wirklich? Ich glaube, wir gehen hier runter, ehrlich gesagt. Damit wir die Wahl zwischen zwei Items haben. Und das zusätzliche, weil ich den Devil die nicht mitgenommen habe? Nein, ja. Aber eigentlich, sobald der Deal erscheint, sinkt ja die Chance auf 0%. Das ist doch eher so die Norm. Komm schon! Finde ich ja jetzt auch echt lustig, Spiel. Ich meine, muss fairerweise sagen, ich hätte den GB-Bug gehabt in dem anderen Run, aber ist nicht der Punkt. Komm schon. Das ist ziemlich dämlich gerade. Ich mag das hier gerade gar nicht. Das war mit dem dünnen Brimstone gerade super nervig zu machen. Kann ich bitte meinen Bonehard nicht verlieren? Das finde ich echt cool. Nehmen wir die Kiste mit. Ja, wenn du den ersten Level die ignorierst, bekommst du eine Angel-Chance. Aber bekommt man die schon direkt auf der ersten Ebene? Das wusste ich nicht. Beziehungsweise, scheinbar habe ich auch nie drauf geachtet. Da müssen wir vorsichtig sein. Damit wir nicht wieder die ein oder andere Bombe legen. Okay, wir haben ihn. Shop, was hast du für mich?
yeah. Ich hatte schon so lange keine Blue Candle mehr. Und eigentlich ist blaues Feuer immer super stark. Dementsprechend spricht eigentlich nichts dagegen. Seht ihr? Ziemlich stark. Oh oh. Ach. Zum einen, als ob er noch gelebt hat, zum anderen unglücklich. Da war ich in die Ecke gedrängt. Range down. Oh Schreck. Oh Schreck. Nicht meine Range. Schon. Bombe wird übrigens mein Leben gegen den Boss ungemein erleichtern. Aber wir haben keinen Curse Room auf der Ebene. Blue Candle ist einfach ein Run-Winner. Ich werde mal schauen. Ich habe sie halt an sich so lange nicht mehr verwendet, aber... Ich weiß nicht ganz warum. Eine gute Blue Candle. Einfach ein kleines blaues Feuer, das man alle paar Sekunden abfeuern kann. Ich werde den Goldraum skippen, weil ich keine Lust habe, ihn mitzunehmen. Das ist gerade ein bisschen nervig. Wirf nicht mit Scheiße nach mir. Ich hab vergessen, dass dieser Raum hier ist. Fuck! Okay. Puh. Nein! Will der mich gerade verarschen? Ich habe ein Problem. Ach, mein Gott! Oh Gott, ich bin... warum bin ich überhaupt einfach... Oh Gott, warum bin ich nicht einfach rausgeworfen? Ich bin aktuell nicht gut in... Ich verliere heute jeden Run in diesen dummen Lost-Träumen. Wir werden jetzt gar nicht erst in die Ebene mehr gehen. Zum einen, zum anderen... Was ist ja genau dann abgetaucht, als ich die fucking Bomben jeweils gelegt habe? Was soll das überhaupt? In dem Moment war meine Moral quasi weg. Die Moral war verschwunden. Der willkommen, Frogger. Easy. Das war fürchterlich. Aber okay. Wir haben nicht allzu viel verloren, denke ich. Hoffe ich. Behaupte ich einfach mal. Ich behaupte, dass ich nicht viel verloren habe, um mich selbst besser dastehen zu lassen. Ich glaube, ganz links war ein Tinted Rock. Nein. Das ist eine Menge Schaden, den ich da genommen habe. Oh. Cool. Wir bekommen also keinen wirklichen Goldraum. Sondern was auch immer das hier ist. Und ich bekomme Speed Up. Ich werde nicht einfach restarten. Ich denke nämlich, der Run ist noch nicht... So, nicht das letzte Wort gesprochen, okay? Ein Katzengoldraum. Das war fürchterlich. Einfach nur ein Haufen Scheiße.
Nein, wir werden jetzt nicht einfach restarten. Nur weil ihr eure Run sofort aufgibt. Nur weil ihr eure Runs sofort aufgibt, heißt es nicht, dass das jeder machen muss. Denn ich denke, in dem Run schlummert noch ein starker Run, okay? Er wartet nur darauf, befreit zu werden. Aus seinem Run-Gefängnis. Und wenn das erstmal geschafft ist, dann hat er einen Lauf. Okay, ich weiß, wie das jetzt aussieht. Ich würde jetzt sagen, das sieht doch eher ungünstig aus. Seht ihr, da ist ein Soul Heart. Tatsache, dass alle meine Bomben erfolglos dabei gescheitert sind, den Secret Room zu finden. Okay, ich gebe zu, dass das erstmal ungünstig ist. Und natürlich auch jetzt, ausrechnet jetzt natürlich auch, ein Tinted Rock hier auftaucht, den ich nicht mitnehmen kann. Ich gebe zu, dass auch das erstmal ungünstig aussieht. Aber, Jesus Juice! Gibt mir nicht nur Damage, sondern auch noch Range. Okay. Wir nehmen die Bombe mit. Gott, ich hätte so gerne das Humbling Bundle mitgenommen. Ich kann auch noch ein bisschen Feuer ausmachen, wenn ich schon mal hier bin. Vielleicht bekommen wir hier noch ein paar Dinge. Wer weiß das schon? Aber ich muss sagen, dass der erste Goldraum mich, dass er mich einfach so hat, abblitzen lassen, das war nicht schön. Das war nicht schön von ihm. Und wir gehen jetzt hier rein, denn ich hier nicht. Wir werden nicht nochmal, als The Lost sterben. Das ist eine schlechteste erste Ebene, die ich gesehen habe. Sie war tatsächlich ziemlich okay, abseits von der Item-Sache. Ich habe eine Menge Soul Hearts bekommen. Das heißt, das würde ich auch mal nicht unterschätzen. Hervorragend. Und glaubt mir, dafür, dass ich jetzt nichts bekommen habe, haben wir sehr viele Karma-Punkte beim Spiel gesammelt. Und jetzt kommt dafür ein umso besseres Item. Tier 4 mindestens. Es wird getanzt im Goldraum, will ich einfach nur sagen. Im Goldraum wird heute getanzt. Das ist wie das Ende aus Nier, wo man in dem Ballsaal ist und alle tanzen. Man denkt sich so, wow, was ist hier? Wo bin ich hier? Ähnlich wird es sein. Okay? Wird es nicht, hör auf zu hoffen. Doch, 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 glaub mir. Ihr habt die Hoffnung an den Herrn da oben verloren. Ich für meinen Teil hab seinen Saft gefunden. Und seitdem liebe ich Gott. Ne. Lass mich wenigstens noch ein zweites Item mitnehmen, bevor ich damit beginne. Also seht ihr, ich hatte nicht komplett Unrecht. Denn dieses Item hat Potenzial. Dieses Item hat Potenzial. Wenn schon nichts anderes, müsst ihr zugeben, dass es Potenzial hat. Kann ich Petrified Poop vielleicht bekommen? Den fände ich erste Sahne aktuell. Nein, ich kann ihn nicht bekommen. Okay. Ich habe keine Bombe für ein Secret Room. Gehen wir einfach zum Boss. Du sagtest, Tier 4 und Tanz, du hattest also Unrecht. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. An der Front, okay? Hey! Hör auf, den alten Monstro wegzuschleudern. Der Monstro ist ein Boss, der profitiert davon, wenn er angebrimstoned wird. Ja, yeah, los geht's. Oh, es wird kein Tier 4 Item. Das glaube ich nicht. Streamer, das sehe ich aber anders. Ich sehe nicht, dass er tanzen wird.
Wie dumm kommt ihr euch jetzt vor? Wie dumm kommt ihr euch jetzt vor? Das Problem ist nur, ich glaube, ich will den D100 nicht mehr einsetzen. Ich will den nicht einsetzen. Ich habe Tainted Azazel zum, ich habe ihn zum Brimstone-Traum verholfen. Dazu kommt, dass ich nicht weiß, wie viel Leben wir aktuell haben. Ich kann die 100 nicht einfach einsetzen. Ich wär auch mal einen Run gewinnen können, okay? Komm schon. Das Item finde ich langweilig. Ich habe so eine Scheiße jetzt rausbekommen. Oh, ich habe so schlechte Items gerade bekommen. Nehmen wir das Trinket mit. Leute meinten, dass ich das nicht so sehr unterschätzen soll. Deswegen sage ich, wir nehmen es mit. Nun ist es nicht getötet. Glaub mir, das Spiel wird mich belohnen. Dafür, dass ich es getan habe. Ich meine, es wäre doch jetzt langweilig, wenn ich so einfach weitergemacht hätte. Ich meine, ich hätte gewonnen, aber wo ist da die Leidenschaft? Wo ist der Spaß? Ich habe übrigens keine Ahnung, wie viel Herzen ich habe. Das heißt, es könnte abenteuerlich werden, bei unserer Mission nicht zu sterben. Denn ich habe keine Ahnung, wie sie weitergehen wird. So, okay, haltet euch fern von mir. Ich lege Wert auf eine weitere D100-Aufladung. Oh oh. Haltet euch fern. Die Fliege ist jetzt nämlich da. Und die ist gefährlich. Nein, ich habe den Raum zurückgesetzt. Rotten Baby! Yes. Und ein gutes HP ab. Oh, ich habe Speed von 0,66. Das ist ein bisschen lang, das ist ein bisschen langsam, muss ich gestehen. Es liegt daran, dass du mit Tastatur spielst. Du kannst den Stick ja gar nicht ganz durchdrücken, ey. Ganz langsam. Ich denke übrigens, dass dieser Bild hier gerade Potenzial hätte fürs Protokoll. Warum nicht ein bisschen Trinket smelten? Warum denn nicht? Gott, dieser Boss nervt mich. Langweiliges Item. Ich war im Goldraum. Gehen wir weiter. Oh ja, ich hätte die Wings noch mitnehmen können. Zu spät. Aber ich sehe meine Herzen wieder. Und sieht okay aus, mein Herzblatt. Ich will den Raum nicht nochmal machen, deswegen Hof, Babylon, Meat und ebenfalls dieses Pflaster. Ich habe 8 Damage. Warum bin ich Hof, Babylon? Komm schon. Ach, mach doch. Nein, ernsthaft, warum bin ich Hof, Babylon gerade? Warum kann ich fliegen? Ah, das ist nicht Hof, Babylon. Nein, das ist dieses andere. Das ist dieses Spirit of the Night. Das ist dieses Item, dessen Existenz ich komplett vergessen hatte.
Ich wusste nicht, dass das überhaupt noch existiert. Ja, ich weiß, ich sage das oft, aber in dem Fall, ich wusste es wirklich nicht. Guppy's Eye. Bedeutet, wir haben jetzt noch ein potenzielles weiteres Devil Deal Item in der Rotation. Ich hab Spirit of the Night so lange nicht mehr gesehen, dass ich wirklich nicht mehr wusste, dass das existiert. Ich mag übrigens meinen neuen gekringelten Brimstone. Er ist wie das Schwänzchen von dem Schweinchen. Zwei Bomben. Wollte gerade sagen, warum sieht es so seltsam aus? Geringelt und spaßig. Ich kann leider nichts im Shop mitnehmen. Das Spiel meint es finanziell gerade nicht gut mit mir. Guppy's Eye ist übrigens ein so hilfreiches Item. Au. Bereue es jetzt schon, dass wir es gleich wieder loswerden. Oh. Oh Gott. Nein! Ich wusste nicht, dass der Raum... Warum habe ich keine Herzen? Warum bekomme ich HP-Ups, aber habe immer nur noch weniger Herzen? Was hat es eigentlich damit auf sich? Das gefällt mir gerade übrigens überhaupt nicht. Wie wollen das? Wollt ihr mich verarschen? Okay, ich habe 9 Lives. Und wir wurden nicht Guppy. Was wahrscheinlich nicht allzu überraschend ist, aber... Gott. Okay, ich brauche den Super Secret Room auf der Ebene. Denn wenn sich in diesem ein Soulator so befindet, bin ich mit der Lavas-Karte ziemlich gut dran. Nehmen wir ebenfalls mit. Ich weiß, dass Transformationen resettet werden, aber ist dennoch schade. Wisst ihr, was auch schade ist? Dieser Bosskampf, der ist sehr schade. Kein Devil Deal für mich, aber ich lebe noch. Das heißt, das ist schon mal ganz cool. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe das Gefühl, der D100 hat mich verraten. Ich habe das Gefühl, er hat mich verraten. Ich habe das Gefühl, er hätte mir nicht alle meine Herzen rauben sollen. Ich meine, warum habe ich... Ich habe Solar durch das Rerun sogar verloren, oder? Vor allem, warum habe ich die ganze Zeit nur rote Herzen verloren, obwohl ich HP hab's... Ich meine, ich verstehe, dass man keine vollen Herzcontainer so dazu bekommt, aber warum habe ich aktiv welche verloren, obwohl ich HP hab's hatte? Das ist halt ist echt nicht so cool. Infestation ist ebenfalls echt nicht so cool. Die gute Sache ist, wir haben immer noch den guten alten D100. Das bedeutet, alles, was jetzt gerade fürchterlich ist... Oh, ich habe 9, ich habe 9 Damage, sehe ich gerade. Das ist nicht komplett fürchterlich, denke ich. Aber alles, was jetzt noch schlecht ist, das können wir ausgleichen. Das bekommen wir alles ausgeglichen. Keine Panik auf der Titanic. Das ist lustig, weil auf der Titanic sollte man besser eine Menge Panik haben. Es wird auch nicht so unsinkbar. Hm. Der nächste Reroll wird das Item für uns haben, das wir uns wünschen. Ich bin mir sogar so sicher, dass ich das mitnehme, dann das mache. Ups. Ich glaube, das ist gut.
Ja, es sollte gut sein, von den Zahlen her, aber irgendwie wird es trotzdem echt schwach. Oh Gott, ich wollte gerade sagen, was ist das? Da ist seine wahre Form. Da kommt der Brimstone. So einen hatte ich auch mal. Und dann habe ich mein Glück herausgefordert. Ich muss gestehen, das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Deswegen, ich werde schnell in den Goldraum gehen und nochmal rerollen. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was wir hier bekommen haben. Money equals power. Dazu haben wir noch ein paar Leben. Ich denke, das ist schwer in Ordnung, ehrlich gesagt. Ich weiß, es ist langweilig. Wir werden nochmal rerollen, aber das wäre an sich gut. Oh. Fuck. Ah, ich glaube, ich nehme die Left Hand mit. Einfach, um meine Chance auf Devil Deals und Devil Deal Items zu maximieren. So. Gehen wir weiter. Durchwachsene Ebene, würde ich sagen. Durchwachsene Ebene. Ich meine, es wäre ein guter Bild, aber komm schon. Ah ja, ich habe seine Trinket mir ja einverleibt. Echt cooler Raum. Echt cooler Raum. Muss man ganz klar sagen. Den sieht man und denkt sich, oh yeah. Das ist spaßig. Shot Speed Up. Gibt es einen Stat, der unnützer wäre für Azazel? Ja, Range. Für Tainted Azazel. Dann wiederum, Range könnte vielleicht das Spucken beeinflussen, aber ich habe keine Ahnung. Ich werde den Raum von gerade eben übrigens dann nochmal machen. Einfach weil ich da einen Soul Heart bekomme. Okay. Das eine Guppy-Item scheint uns auf jeden Fall sicher zu sein. Und das ist ziemlich gut. Denn das Guppy-Item, welches wir gerade haben, ist 9 Lives. Das bedeutet, ich werde zum Boss gehen. Dann hoffe ich, dass meine 100%ige Devil Deal Chance auch eingelöst wird. Oh, ich habe nur 4,6 Damage, das ist nicht gut. Egal, wir werden den Boss machen und dann werde ich im Idealfall mich im Devil Deal ein paar Mal umbringen. Dann nehmen wir alles mit, was sie gerade da haben. Würde ich einfach mal sagen. Ja, ich hätte gern 2 Trinkets. Vielleicht Penny ist nicht unbedingt eins davon, aber ist ein Item. Du hast dich verändert, inwiefern? Oh. Ich meine, hier den D100 einzusetzen wäre auch ganz cool. Wo kann ich sonst noch hin? Wo ist der Boss? Wo hält sich der Boss versteckt? Gott, ich wünsche, ich könnte meine Karte sehen. Oh, hier kann ich noch überall anders hin. Man muss halt aber auch sagen, dass ich echt schwach bin gerade. Mit den 4,6 Damage.
Die Gegner nehmen mehr Schaden dadurch, dass sie sich ins Feuer warpen, als dass sie von mir angegriffen werden. Das ist ja was, ich glaube, ich werde vielleicht doch nicht meine Taktik von gerade eben nachgehen, denn ich habe das Gefühl, ich bin viel zu schwach, um irgendwas zu machen. Wir werden den D100 einsetzen und dann werden wir nochmal die Larrys machen. Nein, warte, wir müssen das Buch rerollen. Um da noch ein zusätzliches Item rauszuholen. Wir werden den D100 in dem Raum, wo ich gegen den Dingens gekämpft habe, einsetzen. Ich denke, das ist fair. Vor allem sollte ich, glaube ich, auch nicht einfach meine Soul Hearts so verspielen, dann keine Ahnung, wie viel ich von denen noch auftreiben kann. Oh oh. Es ist nicht so stark, wie man sich wünschen würde. Muss man leider sagen. Aber schau dich mal meine Herzen an, die ich bekommen habe. Es ist halt schon sehr langsames Aufladen mit 0,5. Aber dafür sind es 12 Damage. Ich denke, damit kann man arbeiten, ehrlich gesagt. Habe ich die gerade weggehustet? Ja. Tarotkarte wäre übrigens auch echt cool. Einfach weil wir Terror Claw haben. Aber ich befürchte, das Spiel will mir gerade keine geben. Oh nein. Ich weiß nicht, ob wir noch weiter. Ob ich es noch. Ich weiß nicht, ob ich noch. Es wirklich zulassen kann, noch weiter zu rerollen. Ehrlich gesagt. Der alte Spoonbender ist schon ziemlich gut. Gib mir Zeit, ich brauche ein bisschen beim Aufladen. Goldenes Herz, Wire Coat Hanger. Wir nehmen das. Wir nehmen das. Ja, dann würde ich sagen. Denn ich bin fertig mit dem Rerollen. Werdet erwachsen. Werdet erwachsen. Wir nehmen den Jera mit. Das ist leider nicht allzu gut. Muss ich leider gestehen, aber wir bekommen noch was Cooles hin. Goldraum hatte ich auf der Ebene. Gehen wir weiter. Ich meine, Spoonbender wäre nett, aber komm schon, das war nicht der Run, den wir uns verdient haben. Ich wäre dabei geblieben, wenn ich keine weiteren Devil-Items hätte mitnehmen können, aber da ich noch welche bekommen habe, komm schon. Komm schon. Ich kann es nicht einfach so ignorieren. Ja, warum nicht? Hilft mir dabei, Bookworm zu werden. Wir werden auf jeden Fall im Shop dann den D100 einsetzen. Ich glaube, da schlummert irgendwo ein wirklich guter Run. Wir sind kurz davor, ihn zu sehen. Wir waren bisher noch nicht zu 100% da, aber wir nähern uns dem Ganzen. Ich meine, da ist jetzt natürlich auch schon wieder sehr verlockend. Muss ich ganz ehrlich gestehen. So ein dünner Ring, der einem das Leben erleichtert. Aber ich glaube, da schlummert noch mehr, okay? Genießen wir ihn, solange wir ihn haben. Mann, das war schön. War ein guter Ring des Todes.
dann ruinieren wir das Ganze. Ich wünsche, dass ich irgendwie Guppy werden könnte. Oh. Okay. Warum ist der Strahl lila? Das sind übrigens ziemlich starke Items hier gerade. Warum ist der Strahl lila? Und der Quarter hat mir nichts gegeben. Das ist ein bisschen uncool. Oh, Eye of the Occult. Ah ja, yeah, genau. Stimmt, das war das Item. Ich meine, manchmal ist das ja auch relativ stark, aber das ist ziemlich langweilig. Yes. Okay. Das sind neue Spacebar-Items. Ich kann nur das mitnehmen. Der Rest bringt mir leider nichts. Dann nehmen wir das noch mit. Ich weiß, ich habe von diesem Item gehört. Ich habe gehört, dass es fürchterlich ist. Ich bin damit vertraut. Aber ich mag es, dass ich einfach die ganze Zeit am Chargen bin. Aber wir werden in diesem Run auch noch, wir werden auch noch rerollen. Dementsprechend, das ist alles okay. Das zählt einfach nur als weiteres, wahrscheinlich Secret Room Item. Weißt du was? Nein, wir werden... Ich war im Shop und ich war überall. Das heißt, wir können von ihm jetzt noch ein paar rote Kisten rausholen. Gib mir ein Item. Nein! Oh Gott, er lebt. Jetzt, wenn wir noch ein paar Schlüssel finden, können wir da auf jeden Fall noch ein bisschen was rausholen. Komm schon. Wir haben auf jeden Fall noch eine gute Menge an Items mitgenommen. Ich sag's euch, wir werden noch den besten Run überhaupt hinbekommen. Ihr müsst dem Ganzen nur noch ein bisschen Zeit geben. Wir brauchen nur noch ein bisschen mehr Zeit. Und dann haben wir es. Jetzt noch ein Secret Room Item. Der könnte uns Steam Sale geben, was ein Item wäre. Und scheinbar ist Cursed Eye eher aufgehoben aktuell. Was ganz cool ist. Ah, den Shop wollten wir rerollen, glaube ich. Wollen wir den Shop nochmal rerollen? Ja, wir könnten. Komm schon. Gib mir doch eine Münze. Ich brauche 1 Cent. Dann kann ich noch ein... Yes! Was haben wir jetzt? Es ist schnell, es macht 9,9 Damage. Wir haben Dark Bomb. Wir haben Ghost Pepper. Goat Head. Ich überlege fast, ob wir das vielleicht erstmal beibehalten wollen. Damit wir auf der nächsten Ebene einen garantierten Devil Deal haben. Und danach nochmal weitergehen. Am liebsten würde ich halt Guppy werden. Muss ich gestehen. Wobei das hier auch gerade echt nicht so stark ist. Schwer einzuschätzen. Aber wir können auf jeden Fall, wir können den Devil Deal rerollen, fällt mir gerade auf. Ich habe eine garantierte Wiederbelebung. Das heißt, ich könnte mich im Devil Deal an sich umbringen. Ja, wir werden auf jeden Fall... Oh, ich will... Oh, 2 XL-Räume, sehr schön. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall das Ganze nochmal aufgeladen bekommen. Also den D100. Wir bekommen den sogar ziemlich genau aufgeladen, bis wir den Boss machen. Und dann können wir im Devil Deal noch ein paar nette Abenteuer erleben. Oh ja, das Revive ist Ankh. Oh, okay, okay. Dann soll ich mich davon fernhalten. Ja, immer. Oh, schön. Die rote Mom.
Oh oh. Guter alter Ghost Pepper. Ich glaube, das ist Ghost Pepper. War Ghost Pepper das mit dem blauen Feuer? Ah ja, Dark Room. Dark Room war der Plan. Was? Das ist so schwach. Was ist gerade passiert? Die Items, die ich habe, sind gerade echt scheiße. Haben wir irgendwo noch eine Batterie zufälligerweise? Im Shop vielleicht? Ich habe kein Geld für einen Shop. Hm. Ich bin nicht überzeugt von dem, was mir jetzt gerade angedreht wurde, muss ich gestehen. Was soll denn das überhaupt? Ich bin überhaupt kein Fan hiervon gerade. Ich meine, wir haben Spoonbänder wieder, aber mir fehlt jeglicher Damage aus irgendwelchen Gründen. Shit. Das ist nicht gut. Oh, okay. meinen Eternal Friend nehme ich natürlich mit. Machen wir uns da mal nichts vor. Devil Deal ist noch offen. Was soll's? Stich, Stich, Stich. Okay, weiter geht's. Oh. Spoonbender-Mom's Knife ist, interessant. Spoonbender-Mom's Knife ist scheiß stark. Habt ihr es gesehen? Oh mein Gott! Yo, okay. Das ist ein absoluter Hit. Ich meine, seht ihr das? Das ist halt wirklich gut. Ich überlege, ob ich das behalten will. Warum muss ich es nicht mal ganz aufladen? Damit werden wir halt jeden Gegner easy down bekommen. Na, wir werden damit auf jeden Fall erstmal den Boss hier machen. Das ist das Mindeste, was ich mit diesem Bild machen werde, okay? Okay, wir haben noch eins. Wir können irgendwann Guppy werden. Wir haben jetzt so viele von diesen Items aus dem Guppy-Pool. Das war knapp übrigens. Zwei Pins. Au. Oh oh. Ich hasse Curse of the Tower, aber dankeschön. Die Mega-Batterie. Hanged Man. Das heißt, wenn wir hier rerollen. Ist das Epic Feeders? Ist das Säumig und Epic Feeders und Chaos und Goathead? Und alles, was man sich sonst noch irgendwie wünschen kann? Das ist ein scheiß schwacher Epic Feeders, aber wir haben Goathead. Deswegen werden wir das mal eben beibehalten. Säumig und Epic Feeders, keine gute Kombination, wie sich herausstellt. Au! Oh oh. Oh Gott, ich kann nicht mal sehen, wer auf meiner Seite kämpft und wer nicht. Balls of Steel!
Oh Gott, das ist sogar eher ein überdurchschnittlich langsamer Epic Feat, sage ich das Gefühl. Das ist wirklich schlecht. Wo ist unser Boss? Komm schon. Das war schon mal der Secret Room soweit. Zäumig und 6 Damage. Yeah. Das ist an sich ziemlich beeindruckend. Das Problem ist nur, wir profitieren von der Zäumig hier überhaupt nicht. Das macht absolut keinen Unterschied. Genauso wie der Brimstone, was ein bisschen schade ist. Au. Ja, ich wusste, dass es schief gehen wird. Warum habe ich ein Schutzschild? Oh, ich habe das Ding ganz... Okay. Okay, der... Oh, fuck. Fuck. Wenn das mal nicht der wahrscheinlich schlechteste Raum ist, den wir hätten bekommen können. Shit. Interessant. Wo will ich rein? Oh, es macht keinen Unterschied, weil wir haben Chaos. Es macht gar keinen Unterschied, wo ich hingehe. Daddy Longlegs übrigens trotzdem ziemlich stark. Weil es daran Zweifel gab. Okay, ich bekomme trotzdem... Warum ist das das zweite Keypiece? Oh oh. Oh Gott. Oh Gott, das gefällt mir nicht. Ich bin immer noch nicht Guppy. Wir haben zwei Guppy-Items. Also es ist noch nicht Guppy. Zwei Guppy-Items, aber noch nicht genug. Fucking Quarter. Wir müssen doch irgendwann noch das dritte zusammenbekommen. Das kann doch echt nicht mehr lange dauern an dem Punkt. Mensch, zwei Spinnen. Außerdem, relativ stark. Nicht extrem stark, aber so ein bisschen. So ein kleines bisschen. Was ist mit deinen Münzen los? Ich habe die Pockets. Damit kann man 999 Münzen haben. Nein. Ich will bei der Left Hand bleiben. Die gibt uns nämlich die Soul Hearts, die mich ja irgendwie noch am Leben erhalten. Kann ich nicht einfach aufgeben. Oh, eine kleine Batterie. Den sehe ich auch. Oh, yes. Wo wollen wir am besten den D100 einsetzen? Wahrscheinlich macht es keinen Unterschied. Ich mache es einfach im nächsten Startraum. Du bist bereits Guppy? Oh ja, ich habe 3 Guppy-Items. Bin ich Guppy in diesem Run? Wir haben den Brimstone wieder. Aber leider nur ein Guppy-Item. Tragischerweise. Ich habe 10 Fragezeichen. Nein, warte. Oh Gott. Warte, was haben wir jetzt? Wir haben... Nein, wir haben nur... Wo kommt das eine Fragezeichen? Oh, ich habe Guppys Collar. Und Guppy an sich. Leider fehlt eins. Oder?
Nein, ich kann nicht fliegen. Dafür kann ich ein bisschen Mais machen. Will jemand was von meinem Mais probieren? Der ist hausgemacht. Der Ultimate. Ich bin die ultimative Brimstone-Personifikation. Schau euch das an. Wir machen den Ring. Ich gehe von hinten aus Brimstone vor mir und vor mir. Wir haben einfach alles, was man zum Brimstone braucht. Kann man mit D100 nicht Guppy werden? Ist das eine Sache? Das ist übrigens ziemlich stark soweit, aber ich denke, ihr habt schon mal einen Brimstone-Run gesehen. Aber wir haben sogar die Stopwatch. Ich muss die drei Guppy-Items schon aufsammeln. Das heißt, ich kann an dem Punkt nicht... Das ist ein bisschen langweilig. Muss ich ehrlich gestehen. Au. Oh nein. Infestation 2 und Little Brimstone. Und Bozo! Der alte Run-Winner höchstpersönlich. Ich muss aber sagen, der Bild hier gerade, den fühle ich gar nicht. Dass die Gegner die ganze Zeit abtauchen, das fühle ich auch nicht so sehr. Ich meine, Infestation 2 ist ziemlich cool, aber ansonsten... Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Oh. Die Broken Stopwatch macht wohl gerade was. Ich wusste nicht, dass die Broken Watch die Gegner dermaßen langsam machen kann. Yes, Soul Heart. So, wir werden hier mal eben das einsetzen. Oh Gott. Ich hab... Was habe ich da? Epic Hack? Oh mein Gott, wir haben Epic Hack. Oh Gott. Und den Cookie. Okay, das könnte interessant. Oh, 0,3 Speed. Aber ich glaube, ich sollte alles one-shotten. Ich glaube, das könnte es sein. Au. Vielleicht ist das der Run, den wir beibehalten wollen. Dann wiederum, er ist echt nicht so stark. Ach, er ist echt nicht so stark, wie ich das zunächst erhofft habe. Au. Oh mein fucking Gott. Ich hab doch nur aufgeladen. Oh Gott. Wie viel Schaden habe ich gerade genommen? Oh. Ich habe das Gefühl, schon allein vom Ausweichen ist dieser Run eigentlich ziemlich zum Scheitern verurteilt. Oh Gott, ich konnte kaum dagegen angehen. Ja, okay, wisst ihr was? Je länger ich unterwegs bin, desto mehr muss ich sagen, die Geschwindigkeit ist ein Problem. Oh mein Gott! Half up! Noch ein Raum. Fuck, ich muss aufhören. Alles an mir ist zerstörerisch. Yo, ein Crawl Space! Den Sprinkler können wir soweit leider nicht mitnehmen. Ich meine, ich kann fliegen.
Wir werden den Sprinkler mal noch rerollen. Dieser Run macht mir wirklich Angst. Ich weiß nämlich nicht ganz, was diese ganzen Brimstones um mich herum machen, aber ich weiß, dass ich nicht die Geschwindigkeit habe, um irgendwas auszuweichen. Bin ich richtig beim Top 300 Live Entertainment? 312. Was haben wir hier? Wir haben Spoonbender. Und Goathead. Birthright. Was macht Birthright mit Tainted Azazel? Hat es die Range von dem Husten ungemein erhöht? Das Sneezen wird größer. Oh, okay. So, wir haben auf jeden Fall jetzt einen Deal offen. Einen Devil Deal. Da können wir auf jeden Fall dann direkt mal reinschauen. Wenn wir schon nicht Guppy werden können, aber der alte Goathead ist zurück. Oh, und ich habe Dark Bum. Würde es funktionieren, dass ich zuerst das linke mitnehme und dann Abaddon? Oder ist das eine Sache, die nicht mehr geht? Ist das noch eine Möglichkeit in dem Spiel? Ich glaube nicht. Ich bin mir nämlich auch echt unsicher. Okay. Wenn ich dann sterben will, dann nehmen wir direkt Abaddon mit. Nein! Warte, was wollte ich überhaupt noch machen? Ich glaube, ich wollte noch irgendwas machen. Ich weiß nicht mal mehr was, ehrlich gesagt. Was wollte ich machen? Ich glaube, es gab nichts. Der Run ist übrigens gar nicht mal so stark, wie ich das zunächst erhofft hatte. Ich liebe diese fucking Technology-Tumor-Köpfe. Ich liebe es, wie man ihnen einfach nicht ausweichen kann. Es ist so cool. Was mache ich jetzt am besten? Oh, ich habe Mom's Knife. Das gefällt mir überhaupt nicht gerade. Ich mag das gar nicht, was ich hier aktuell habe. Es sind noch so viele Items, aber... Fucking Mom's Knife. Dann wiederum. Will ich Satan direkt damit machen? Ich glaube, ich mache Satan schnell damit. Die haben nämlich echt keine Leben mehr übrig für irgendwelchen Schabernack. Okay. Soweit, so gut. Ich denke, ich mache hier noch schnell zwei Räume. Mit diesem Item, mit dieser Item-Kombination traue ich mich nämlich nicht, allzu weit zu gehen. Es war auf jeden Fall ziemlich stark. Dann machen wir uns an der Stelle nichts vor. Das Problem ist nur, dass es, ich sehe nicht, dass es sich damit durch den Darkroom kommen werde. Komm schon, schwarzes Herz. Oh Gott, kein schwarzes Herz für mich. Oh Gott, wie habe ich keinen Schaden genommen hier gerade?
Oh mein Gott, ich hätte 800 Mal sterben sollen gerade eben. Mindestens 800 Mal. Tendenz zu häufiger. Oh fuck, das ist der Monstro-Raum. Bob's Brain. So sehen wir uns also wieder. Ist kein guter Reroll geworden. Ey. Moment, jetzt will ich keine roten Kisten mehr haben dann. Oh yes. Oh yes. Los geht's. Okay, dann fuhlen wir nach draußen. Soweit so gut, soweit so gut. Man kann scheinbar nur maximal zwei Begleiter opfern. Ich weiß, mir fehlt Bob's Brain auch. Mir fehlt Bob's Brain noch genauso sehr wie euch. Okay, weiter geht's. Tinted Rock im langen Raum? Zu spät. Also, ehrlich gesagt, will ich nichts davon. Aber. Okay, wisst ihr was? Ich versuche erstmal mein Dingens, die Aufladung voll zu bekommen. Danach überlege ich weiter, was ich am besten machen will. Würde ich vielleicht nicht gegenseitig alle in die Luft sprengen? Ich denke, ich werde die Items alle mitnehmen. Mich dabei dann killen und dann hoffen, dass was okay ist bei rauskommt. Oder? Nein, warte, ich werde die Items rerollen und dann mitnehmen und dann hoffen, dass irgendwas da ist, das meine Soul Hearts erhöht. Das wäre nämlich echt gut. Oh, fuck. Ich wünsche, ich werde nicht so fucking schwach. Okay, komm schon. Zuerst die Kiste aufmachen, dann rerollen. Ja, genau. Das war der Plan soweit. Wir machen noch den kleinen Raum. Zwar ein kleiner Raum, aber er ist groß in seiner Nervigkeit. So, wir haben keine Special Hearts mehr. Das ist ziemlich shit. Okay, Potenzial. Eine Menge Potenzial hier. Frage ist nur, traue ich mich, das Potenzial wahrzunehmen? Oh, Rosary Soul Hearts, yeah. Fuck. Was soll ich machen? Wir gehen erstmal weiter. Was zum Fick ist hier überhaupt gerade passiert? Ich glaube, ich mag diesen Bild hier gerade überhaupt nicht. Fällt mir gerade auf. Dann wieder rum. Naja, ist schon ziemlich gut. Oder? Nein, es ist schon ziemlich stark. Es wird mir schwer einzuschätzen, aber ich schätze, es ist doch sehr stark. Es ist Brimstone Mom's Knife. Ich glaube, in der Reihenfolge, weil in der anderen Reihenfolge passiert nichts. Oh. Oh Gott, ich liebe diesen Raum. Oh hey, ist das der Caged Bird?
Okay, wie es aussieht, bin ich tot? Wie es aussieht, bin ich tot. Will mich verarschen? Was mache ich jetzt am besten? Oh mein fucking Gott. Nicht ihr. Oh Gott. Okay. Was auch immer. Mitnehmen, mitnehmen. Oh nein. Oh nein, was habe ich getan? Unter Umständen habe ich vergessen, dass die Räume resettet werden. Okay, wir haben Dark Bomb. Das ist gut. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ich habe irgendeine Transformation bekommen. Okay. Relativ stark. Wenn ich das mal so sagen darf. Ich denke, das ist der Bild, den wir für den Rest des Runs behalten, ehrlich gesagt. Ich wüsste beim besten Willen nicht, welchen, wenn nicht den. Oh mein Gott, ich finde so viele Soul Hearts. Was ist mit diesen Soul... Okay. Warum finde ich so viele Soul Hearts gerade? Was hat es damit auf sich? Okay. Du hast die Mütze. Ja, ich weiß, dass ich Mitra habe, aber als ob das so viel direkt bringt. Okay, pass auf. Wir machen noch die Ebene fertig. Danach rerollen wir nochmal. Und dann machen wir The Lamb. Ich habe so viele Soul Hearts bekommen, dass wir wieder zurück im Spiel sind. Versteht ihr? Wir können uns wieder ein bisschen Spaß erlauben. Wir haben es uns verdient. Doch, wir müssen die 100 machen. Ansonsten ist das... Komm schon. Oh mein Gott! Das war ein Abenteuer. Ein kurzes. Oh, wir haben Proptosis Brimstone. That's key. Ach ja. Range down! Nein, das ist jetzt nicht allzu aufregend, aber erfüllt seinen Zweck. Oh, warte, ich hab False PhD. Das heißt, wir können noch ein bisschen mehr Setups auftreiben. Gut, ich weiß, dass da Dead's Key ist, aber ich habe sowohl Delirium als auch Megasatem bereits gemacht mit, ach Gott, das geht ja nicht runter.
Lass mich erstmal The Lamb machen, okay? Und wir haben 3 Wiederbelebungen. Ich wünschte, ich könnte nochmal den D100 einsetzen. Das wäre das Leben. Wir werden erstmal leer machen und dann vielleicht machen wir Mega Satan danach, okay? Oh, ich hab direkt den D100 voll. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind, dann... Los geht's. Machen wir Delirium. Wicked Crown. Schon wieder Mom's Knife. Warum bekomme ich die ganze Zeit Mom's Knife? Oh, wir haben Crickets Head. Und 5 Millionen Guppy-Items oder so, aber sie bringen natürlich sowieso alle nichts. Dem Bild hier mag ich gerade überhaupt nicht und ich glaube, ich werde sterben. Um das direkt mal angemerkt zu haben. Yep. Ich denke, wir werden sterben. Ich wollte schlicht und ergreifend zu viel. Diese Standard-Mom-Snipe-Runs, die sind einfach so unspaßig. Was ist das? Was verschafft mir die Ehre dieser Feuerrate? Ha. Das ist ja. Stimmt, das ist der Run, wo ich am Anfang kein Item im Goldraum hatte. Seht ihr, ihr musstet dem Run nur ein bisschen Zeit geben. Ich meine, ich denke nicht, dass er gut ist, aber er war zwischenzeitlich gut. Ich denke, Spoonbanner Mom Snipe war ziemlich stark. Aber da hat man ja gar keinen Spaß mehr damit. Gott, die Broken Watch. Ich wünschte, man hätte noch Kisten mit Items, ehrlich gesagt. Hey! Kleiner Bum-Friend! Nimm das Zeug nicht mit! Du bist nämlich nur vorübergehend hier! Zwischenzeitlich war es sowohl gut als auch schlecht, aber alles. Oh yeah! Und jetzt werden wir herausfinden, ob wir ihn stark genug bekommen, um damit Delirium zu besiegen. Was eine Sache ist, an der ich persönlich meine Zweifel habe. Ich weiß, dass die Bosse Items droppen. Wäre trotzdem cool, wenn in den Kisten noch welche drin wären. Oh Gott. Ich glaube, ich werde direkt zurücksetzen, auch wenn ich noch nicht... Weil ich wollte eigentlich zuerst für den Boss warten, aber... Oh Gott. Habt ihr das gesehen? Wer schießt hier mit Bomben? Oh, und wir haben komplettes Mapping, okay. Oh Gott, die Bosse sind jetzt ziemlich weit weg. Gott, ich liebe es, wie die Messer einfach konstant noch weiter durch den Raum fliegen. Okay, das ist super stark hier gerade. Dementsprechend. Ist leider noch nicht aufregend genug. Oh. Oh, das ist trippy. Oh Gott. Okay.
Oh, mein Brimstone ist so cool. Oh, das sind nur so Mini-Brimstones, oder? Das ist super nutzlos. Aber es ist gleichzeitig auch recht stark. Ich weiß nicht, was passiert. Oh, wir haben auch noch die Augen. Oh, warte, es ist überhaupt nicht stark. Das ist super schwach. Das ist super schwach. Eventuell sterben wir auch gleich. Zählt Blue Baby als gekillt? Ich glaube nicht. Das war jetzt nicht gut. Das war nicht gut. Ich habe nämlich alle meine Spezialherzen verloren. Was zum Fick? Ist das Tiny Planet Mom's Knife? Und so endet es wohl. Ich glaube, es wäre ziemlich stark gewesen. Aber okay. War ein guter Run. Wir haben geschafft, was wir schaffen wollten. Wie lang ging der Run? Es war fucking 1,5 Stunden. Ich wollte nicht Bloons direkt. Ah, Gott. Der Run ging ewig. Sag mal, man macht doch einen Run und dann dauert es einfach Jahre.